Hallo zusammen. Heute möchte ich ein kleines Kurzvideo machen und meine Produkte, die ja schon viele kennen, nochmals vorstellen. Ich bekomme ja häufiger die Frage, ja, was kann man all mit deinen Produkten machen? Ja, jetzt kommen wir erstmal zum Reiniger. Ja, der Silberreiniger, den kann man eigentlich auf alle Oberflächen oder auf alle Materialien anwenden. Ja, man muss natürlich vorab wissen, das gilt natürlich für alle Reiniger, die es auf dem Markt gibt, ja, wie agieren die, wie stark sind die? Ja, und man hört es ja auch am Namen, es ist ein Reiniger, der soll reinigen. Das nützt keinem was, wenn ein Reiniger, ich sag jetzt mal, nicht den richtigen Pep hat. Ja, ich schlage euch ja vor, den Reiniger immer 1:10 zu mischen. Also macht es einfach so, nehmt 10 Milliliter Reiniger und 90 Milliliter destilliertes Wasser und tastet euch an die Objekte ran. Ja, für die Versierten unter euch, also die schon länger meinen Reiniger in der Anwendung haben, so wie ich es selber auch mache, ich nehme den Reiniger pur. Aber darauf müsst ihr dann natürlich achten, wenn er die Objekte einlegt, dass da jetzt ja, keine Oberflächenbeschädigungen eintreten. Also es wird kein Reiniger auf dem Markt geben, also da müssen wir uns nichts vormachen, also die eben nicht an die Patina von Bronze oder Kupfer dran gehen. Egal, was, so, was ein anderer Hersteller euch verspricht, sowas gibt es nicht. Außer er hat nur reines Wasser reingetan. Also, wie gesagt, dann funktioniert das, dann beschädigt er nicht die Oberfläche, aber dann habt ihr auch keine Reinigungswirkung. Ja, das Video dient auch noch dazu, dass ihr mal seht, ich habe ja momentan einen Wettbewerb, einen Foto- und Videowettbewerb am Laufen. Und den könnt ihr auch bei mir auf der Online-Seite finden. Es geht darum, ich möchte von meinen Kunden Vorher- und Nachher-Bilder von den Objekten, die sie restauriert haben. Ja, und toll wäre es natürlich auch, dass mit in dem Bild natürlich meine Produkte, die ihr dazu verwendet habt, drin sind. Und natürlich ein Kurzbericht dazu. Ja, heute zeige ich euch das jetzt mal an einem Beispiel. Heute mache ich es extra verdünnt. Hier in der kleinen Flasche ist der Reiniger 1:10 verdünnt. Und ich werde jetzt, so dass ihr es seht, römische Follies, die ich jetzt beim letzten Suchgang gefunden habe, einlegen und sogar ein Notgeld, eine Bleimünze. Wie gesagt, ihr seht, das ist alles drin. Das ist 1:10 verdünnt. So, und dann habe ich hier natürlich noch eine Viertel Silbermünze, so dass ihr es seht. Die legen wir hier rein. Jetzt muss ich gucken. Ja, das ist der Silberreiniger. Ihr schüttelt den bitte immer vorher. Das macht er natürlich mit allen Produkten von mir. Immer mal kurz schütteln. Auch das Wachs. Wenn er richtig kräftig schüttelt, dann werdet ihr merken, dann wird es wieder zur Creme. Aber dafür müsst ihr es richtig schütteln. Und vor allem, ihr müsst immer die Behältnisse gut verschließen. So habt ihr lang was davon. So. Jetzt habe ich natürlich geschlabbert. Aber das macht nichts. Ihr seht es hier. So, jetzt lassen wir den Reiniger drin und auch die Münzen. Und jetzt kriegt ihr ja natürlich bei mir im Shop solche Applikatoren, solche Pinselchen und natürlich hier solche Rosshaarbürsten. Ja, die Rosshaarbürsten sind eigentlich dafür gedacht, dass ihr hinterher die Objekte gut polieren könnt, aber damit könnt ihr auch reinigen. Genauso wie mit dem Applikator, mit dem Pinselchen. Und der Applikator, der ist bei einem Komplettset immer mit dabei, ein einzelner. Und der dient dazu, hinterher das Wachs aus der Dose zu holen. So, jetzt lassen wir das erstmal ein bisschen einwirken. Ich glaube, wir können die Silbermünze schon mal vorab ein bisschen reinigen, so dass ihr das seht. Ich nehme jetzt hier einen frischen Applikator
So, und dafür setze ich jetzt euch, gehe ich mit euch hier runter ins Bild, so dass ihr das seht. Seht es mir nach, ich mache es mit dem Handy. Und ich hoffe, dass das alles gut sichtbar ist. So, wir machen das noch ein bisschen so. Dann können wir natürlich alles sehen. Hier haben wir ja alles liegen. Hier sind die Münzen drin. Hier ist das drin. Also die andere Silbermünze. Und jetzt, ja, jetzt fragen mich natürlich auch immer viele, warum nimmst du keine Handschuhe und keine Brille? Ja, warum wohl? Ja, weil ich weiß, ja, guckt euch an, das Ding darf mal ganz kurz drin, einmal drüber, ja, da brauche ich schon kaum was mehr zu machen, an der Silbermünze, ja, dann mal seht, wie schnell die Oberfläche gereinigt ist, also die ist schon fertig, die können wir schon eigentlich, ja, wäre zu schade, jetzt hier drauf rumzureimen. Wie bekloppt, wir machen jetzt noch die Kanten sauber. Ganz wichtig ist, danach die Münze zu neutralisieren. So, und neutralisieren, um es nochmal vorweg zu sagen, neutralisiert wird eigentlich immer, wenn ein Teil Säure in einem Reiniger ist, mit einer Lauge. Dazu könnt ihr bei meinem, ich sag mal, Reiniger einfach Spülmittel nehmen. Wenn er Spülmittel nimmt, stellt er eine Lauge her. Und ja, wenn er jetzt ganz wenig Spülmittel da drauf tut, unter fließendem Wasser die Münze abreibt, ist sie neutralisiert. Also macht nicht zu viel Lauge, sonst kehrt er natürlich den Prozess von Säure in Lauge um und dann habt ihr genau den Gegenteileffekt. Okay, wir tun die jetzt mal neutralisieren. Ich bin mal aus dem Bild raus, weil ich ja rechts das Waschbecken von mir habe. So. So, da bin ich wieder. So, die Münze ist somit fertig, oder was heißt Münze? Das Viertelstück. So, und wenn ihr jetzt vorher nachher Bilder machen oder gemacht habt, jetzt ich lasse es natürlich im Video laufen, ich habe jetzt durch mein Video kann ich mir davor und nachher Bilder machen. So, damit ist die Viertelmünze erstmal fertig. So, und jetzt gehen wir natürlich stellvertretend. Ich werde natürlich nicht alle Münzen machen. Ich nehme jetzt einen Volli raus. Ich nehme jetzt mal den Volli raus. Stell die anderen hin. Nehme wieder meinen Applikator. Aber lasse jetzt die Münze aus dem Wasser, so dass ich merke, oder vielmehr aus der Flüssigkeit raus und gehe ganz leicht oben drüber. Und wenn ihr seht, und jetzt müsst ihr aufpassen, der löst den Dreck an. Das heißt, und lasst euch auch nicht von anderen verunsichern, kein Reiniger wird eine Bronze- oder Kupfermünze bis zum Grund reinigen, ohne dass die Patina hinter beschädigt wird. Man kann nur, ich sag mal, anreinigen. Das heißt, man löst den Schmutz an und das geht wunderbar. Ihr habt ja selber gesehen, es ist ein neuer Applikator gewesen. Also wir sprechen jetzt wirklich von einem ganz neuen. So, und jetzt gucken wir mal hier drüber. Und ich muss mal schnell neutralisieren wieder jeden, sonst habe ich sie mir selber kaputt gemacht. Und wenn sie noch nicht sauber genug ist, werde ich das Ganze jetzt nochmal einlegen. Jetzt werde ich natürlich mit einer Lupe mal gerade drüber gucken. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ja, nochmal ganz kurz rein und die Münze ist fertig gereinigt. Ihr habt selber gesehen, das war eine schmutzige Münze. Also nicht, dass hier hinter einer was anderes sagt. Könnt ihr genau gut sehen. Ich lege sie nochmal ein. Deswegen hier in die 10%ige Lösung. Wir warten jetzt noch einen Moment. Ja, dann kann ich euch nochmal das Ganze zeigen. Also, wie gesagt, ich warte einen Moment. Also, ich habe dafür ein Gefühl. Ja, also, ihr dürft jetzt nicht die Zeit messen, die jetzt diese Münze braucht. Jede Münze ist individuell. Also, ich nehme sie raus und kontrolliert das. Und hier seht ihr selber, die Reinigungswirkung hat angesetzt. Bei den anderen müsste ich jetzt auch eigentlich mal anfangen zu reinigen.
Machen wir es mal ganz schnell durch. So, seht ihr? Auch die wird sofort von der Oberfläche sauber. So. So. Die Kleine hier auch. Ach, die ist auch noch ziemlich gut. Und die hier, war die hier auch noch ein bisschen, dass ich sehen kann. Okay, und jetzt die Bleimünze. Die auch, da. Da seht, funktioniert bei allen Münzen gleich. So, jetzt nehmen wir sie hin. Jetzt kommt jetzt nochmal die Münze. Aber wie ihr sagt, wir machen hinterher nur Vorher-Nachher-Bilder. Sag mal, ganz nah Aufnahmen von dieser Münze jetzt hier, weil ich mich jetzt hier um diese speziell kümmern werde, mit Wachs, mit allem. Sonst wird das Video zu lang, wenn ich jetzt jede einzelne Münze komplett reinige. So, ihr habt das gesehen. Ja, die kann ich jetzt erstmal hier, erstmal alle neutralisieren, ganz schnell, bevor die Patina kaputt geht. So, die lege ich mal jetzt stellvertretend für gleich wieder weg. Zum Schluss gebe ich die kompletten Münzen als Foto konserviert. Aber jetzt machen wir die noch mal ganz kurz ein. Hier mal den Applikator ein bisschen aus. Seht ihr auch hier, guckt mal an. Sofort nimmt die Flüssigkeit den Schmutz auf. So, machen wir es nochmal. So, einmal so, nochmal drüber. Ganz leicht reiben, ne? Ohne viel Druck. So, jetzt machen wir es noch einfacher. Jetzt sehen wir mit der. Hier habe ich mir extra die mittlere Bürste aus dem Set genommen und nur guckt ohne Druck. Ohne Druck. Einfach mal drüber laufen lassen. Jetzt noch einmal ganz kurz eingelegt, den Applikator genommen, da der Schmutz ja von der Bürste gelöst ist. Jetzt hoffe ich, dass der Applikator ihn aufnimmt, und das war es schon. So, und ich restauriere sie auch nicht weiter unter dem Stereoskop. Ihr sollt ja sehen, was es für ein Ergebnis geben kann. Ja, wie ihr sagt, kann, muss nicht bei jeder zwingend so sein. So, den Rand noch mal. Wie gesagt, zu Anfangs rate ich euch, nehmt Granatsplitter zum Üben. Ich habe dafür ein Gefühl, weil ich da schon viele Jahre mit reinige. Und jetzt ist die fertig. So, jetzt nochmal runter. Ist fertig. So, jetzt tue ich mal gerade die Flüssigkeiten beiseite, dass sie nicht umkippen. So. So, jetzt haben wir das hier schon mal fertig. Jetzt machen wir eins, dass das ja auch ordentlich aussehen soll. Wir trocknen das Ganze erstmal. Seid ihr auch mit dabei?
Dazu nehme ich jetzt einen kleinen Haarföhn. Der eignet sich dazu. Das ist hier so ein kleiner Reisehaarföhn. So, jetzt wird es ein bisschen laut werden, also wer mag, schaltet jetzt den Ton ab. So, jetzt lassen wir die Münze einen Moment so antrocknen. Jetzt zeige ich euch, was ich gemeint habe mit dem Wachs. Das ist der Silberreiniger. Hier haben wir das Wachs. So, ihr drückt mal ein bisschen auf die Flasche. Hauptsache die Flasche war zugewirkt. Und jetzt natürlich ein bisschen kneten. So macht das Wachs wieder weich. Ihr könnt es natürlich auch warm machen. Also, das ist Jacke wie Hose. So, jetzt ist es wieder einigermaßen gut. Weich, okay, seht doch der Aufkleber ab. Da müsst ihr drauf aufpassen, dass der dran bleibt. So. Jetzt haben wir das. Hier habt, seht ihr das? So, jetzt nehmen wir natürlich hier den anderen Applikator, den ich sonst auch für das Wachs genommen habe bis jetzt. Den machen wir natürlich auch warm, dass da kein hartes Wachs noch drauf ist. So. Und dann wisst ihr was, nehmen wir heute mal zur Feier des Tages einen neuen. Aber das braucht ihr nicht, aber das mache ich jetzt wegen euch, dass ihr das seht. Wir nehmen einen neuen. So, wir haben jetzt hier das Wachs, tun den auch ein bisschen anfüllen. So, das Wachs oben mal ganz kurz an, so, das reicht schon. So ein bisschen von dem Wachs, ein bisschen, ne? Jetzt, das ist schon wieder zu viel. Markus, das ist zu viel, du brauchst ja nicht so viel. So, abstreifen. Dann können wir ja sehen, wie lange man damit hinkommt. So, jetzt habt ihr die Münze. Jetzt machen wir die Münze nochmal ein bisschen handwarm. Die ist ja schon abgekühlt. Also ihr seht ja, ich halte die ja in der Hand. Mit einem normalen Haarföhn würdet ihr das nicht machen jetzt, sag ich mal. Der kleine Reisehaarföhn, der braucht ein bisschen mehr, um da, sag mal, Leistung zu bringen. So, die erste Seite fertig. Jetzt kommt die andere Seite. Das sollte eigentlich reichen für so eine Münze, was hier auf dem Applikator ist. Schön einmassieren auf der Oberfläche. Ganz wichtig. Einmassieren. Macht nicht den Fehler wie ich jetzt, immer die Dose zu, weil da sind Lösungsmittel drin. Verfliegen die, wird das Wachs hart. Aber da gibt es auch einen Trick, um hartes Wachs wieder oder mein Wachs wieder flüssig zu bekommen. So, so ist die Seite auch nochmal. Wir haben ja ganz wenig drauf. Und jetzt tut euch selber den Gefallen, wie ich mir jetzt den Gefallen tun muss. Und dann werde ich erstmal auf Stopp setzen. Weil das würde ja im ganzen Jahr nichts bringen, wenn ich das Ding jetzt die ganze Zeit laufen lassen würde. Wir müssten jetzt das Wachs natürlich aushärten lassen. Ne? Dann ist jetzt, rede jetzt von aushärten. Normalerweise müsste das Ganze jetzt das wenigste. Ja, ich sage immer eine Stunde aushärten. Ich sage, lastet ungefähr ja, einen Tag. Das wäre natürlich das Beste, aber ich weiß, viele können es nicht erwarten und wollen natürlich so zügig wie möglich weiterarbeiten. Also dann eine Stunde. Okay,
Dann werden wir uns gleich beim Weiterverarbeiten dieser Münze hier sehen. Die werde ich jetzt speziell hier hinlegen und dann mache ich die anderen fertig und dann sehen wir uns gleich im Anschluss mit dem Polieren der Münze wieder. Okay, dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen früher aufgehört zu warten. Also wir sind schon deutlich unter einer Stunde am Versiegen. So, was wir als allererstes machen, das habe ich vergessen, weil ich war gerade noch oben bei mir, weil ich bin ja hier im Keller. Wir machen den Silberreiniger wieder auf. Und dann, als seht, das ist ja noch die Flüssigkeit, wo wir eben die Silbermünze mitgemacht haben. So, das war ja pur. Und ja, da war ja kaum Dreck dran. Die können ja wieder so da reinkippen. Ich rate euch aber, habe ich auch im Shop kleine Behältnisse, also kleine Dosen, wo ihr die braucht, reinkippt. Hab davon 2-3 für ganz dreckigen Reiniger, für Mitteldreckigen und ja, halb gebraucht, dann sage ich jetzt mal, nicht in die neue Flasche oder vielmehr nicht mehr in die Flasche zurückkippen, außer das jetzt hier bei so einer kleinen Ecke, da passiert nichts. Den Reiniger könnt ihr im Schnitt, ich sag mal, zweimal, dreimal wieder gebrauchen, also die gebrauchte Flüssigkeit und dann, klar, man kann sie noch länger gebrauchen, aber dann dauert das mit der Reinigungswirkung. So, jetzt habe ich hier schon umgespannt meine kleine Handbohrmaschine wieder mit der Polierbürste drauf für Kleinstmünzen. So, jetzt habt ihr eine mittlere. Na? Ja, dann sollte ich auch mal einstecken. Ja, die war noch nicht eingesteckt. Okay, dann stecken wir sie mal wieder ein. Ich habe ja eben gewechselt, dann nehme ich das immer eigentlich vom Netz. So, mit einer normalen Geschwindigkeit, also keine extrem hohe. Und jetzt passt auf, jetzt zeige ich euch halt erstmal im Finger. Seht ihr, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann verformt sich die Bürste. Und das soll es auf keinen Fall, wenn ihr den Finger dran haltet und merkt, drückt drauf, dann wird die vorne an der Spitze heiß. Und das sollte ja nicht werden. So, und außerdem könnt ihr auch das Wachs damit verschmieren. Anders kann ich euch leider nicht erklären, was gemeint ist. Aber jetzt machen wir nur die Münzen, die wir gemacht haben. Die anderen sind auch fertig, die zeige ich euch hinter im Bild. Aber die hier, jetzt um die geht es jetzt hier, um den Volli und um den um die Viertelecke Silbermünze. So, ganz leicht. Ihr seht ja, ich lasse die extra auf dem Finger liegen, dass sie sich auch auf dem Finger bewegt. Das war schon für die Seite. Und die Rückseite. So, einmal. So, dass ihr das seht. Die Münzen bleiben immer im Bild. Das mache ich nur deswegen, weil hier immer ein bisschen Wachs ja dran ist. Ihr braucht Silber und Gold nicht zu wachsen. Aber das mache ich jetzt extra für euch, weil ja auch viele fragen, kann ich das auch mit Silber ein? Dann nehmt ihr einfach nur das, was ihr an der Spitze habt, was ihr abpoliert habt. So, das war es schon. Ja, nochmals. Jetzt sind die Sachen fertig. Ich werde gleich Bilder davon machen. Die werdet ihr sehen. So, ihr könnt auch mal ganz kurz die anderen Münzen so im Bild sehen. Ich hoffe, man sieht es auch. Ja, fokussieren ist jetzt schlecht. Aber dafür gibt es nachher Bilder. So, ihr habt ja gesehen, ja, eins ist es hier, die Bleimünze, ja. Aber wie ihr sagt, die ist nicht so gut geworden hier. Da seht ihr ja auch noch die abgebrochene. Und vor allem seht ihr hier, hinter auch am Bild. Also mein Wachs verändert nicht die Farbgebung der Originalpatina, wenn ihr euch dran haltet. Und natürlich, wenn ihr das wie ja, ich sag mal Butter oder Margarine, ob ihr euch auf dem Brot draufschmiert, auf die Münze macht, ist das nichts. Und vor allem muss die Münze natürlich davor nicht in Öl oder Watt gewesen sein. Das seht ihr ja hier an den Bildern oder jetzt hier am Video. Da hat jede Patina seine Patinafarbe gehalten. Ne? Ja, wie ihr sagt, in meinem Shop gibt es diese Applikatoren, das kleine Pinselchen, das ist dafür gedacht.
Da kann man natürlich auch mit Wachs auftragen, aber auch eben die Patina, ne? Wenn ihr jetzt patinieren wollt. Das brauche ich bei dieser Ecke nicht, weil ich hier die Patina erhalten habe. Das ist immer ganz wichtig. So wird es richtig gemacht. Und ja, dann bleibt die Patina erhalten. Ja, die verschiedenen großartigen Rosshaarbürsten, die ich hier habe, das sind Tierhaarbürsten, Rosshaarbürsten, die sind optimal zum Polieren von dem Wachs auf jeglicher Oberfläche. Ja, ich hoffe, ihr habt das verstanden, was ich jetzt mit dem Video zeigen wollte. So könnt ihr auch an dem Wettbewerb teilen, ein Kurzvideo, das ist natürlich jetzt ein viel zu langes Video, ein Kurzvideo machen. Also nicht länger als wie eine Minute. Oder ihr macht eben Bilder vom Fundzustand, das heißt, wie ihr es ausgegraben habt, könnt ihr das auch machen. Wir zu Hause ist einmal vor dem Restaurieren, nach dem Restaurieren. Und ein kleiner Beschrieb dazu. Und ja, wie gesagt, das ist für euch ja nicht umsonst. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Das heißt, ich verlose oder vergebe an die ersten 10 Leute 9 Komplettsets. Das heißt, einmal so wie es hier liegt. Einmal der Silberreiniger, das Wachs und die Silberpatina. Und als Hauptpreis, also 10 Preise gibt es, das wäre dann der 10. Preis. Das ist ein Komplettausstattungsset. Das heißt, da sind dann, ist hier einmal das Restaurationsset dabei, dann einmal das Eisenwachs in einem Kilo, 10 Applikatoren, 10 Pinsel, 10 Baumwolltupfer, 10 Poliertücher, einmal das komplette Polierset, also mit den Rosshaarbürsten, 8-teilig. Dann ein 5-teiliges Präparierbesteck. Das könnt ihr alle auf meiner Seite sehen. Plus nochmal 5 Mischbecher. Ja, das Ganze hat, also das Set hat einen Wert von 60 Euro ohne Porto. Und das komplette Restaurationsset, also die Komplettausstattung, hat dann einen Wert von 172 und ein paar zerquetschte. Müsste ich jetzt selber zusammenrechnen, ohne Porto. Ja, ich hoffe, dass ihr jetzt gesehen habt, das, was andere Reiniger versprechen, kann ich auch versprechen. Also mit dem Silberreiniger könnt ihr alle Materialoberflächen anreinigen. Nur reines Silber voll reinigen. Natürlich auch Aluminium können auch voll reinigen. Es geht eigentlich nur um Bronze- und Kupferpatina. Da müsst ihr auch ziemlich vorsichtig sein. Genauso wie bei Bilon. Da die Münze aus einem, fast 70 oder über 70%. Zumeist kommt natürlich auch immer auf die Währungsart an, also aus 70% Kupfer besteht und ca. 30% Silber. Oder wenn man es genau nehmen will, ein Kaiserreichgroschen von 1824 hat einen Kupferanteil von 78% und einen Silberanteil von 22%. Also brauche ich euch ja nichts zu sagen, dass so ein Reiniger das Kupfer anlöst. Und das passiert euch, wenn ihr, ich muss es leider sagen, wenn ihr meint, ihr müsstet Zitronensäure nehmen, das ist nicht gut. Ne? Also nicht gut, die tut man irgendwo anders rein, aber nicht auf eine Münze. Aber wie gesagt, das müsst ihr selber wissen, um Gottes Willen. Da würde ich mich jetzt auch hier die Hand auslassen, das ist auch hier ein Thema. Wie gesagt, mein Reiniger reinigt, ist aber dennoch mit Vorsicht zu genießen. Also das heißt in dem Sinne vorsichtig, wenn man sich damit auskennt und alles langsam macht und mit Köpfchen, dann kriegt er alles damit sauber. Dann hätte ihn auch nicht Silberreiniger nennen können oder brauchen. Dann hätte ihn einfach Universalreiniger. Aber das mit dem Silberreiniger, das habe ich schon mal an anderer Stelle erklärt, warum ich den Silberreiniger genannt habe. Weil ich eigentlich davon ausgehe, dass viele Leute eben nicht, beharzt daran gehen. Und die sollen eigentlich nur damit Silber reinigen. Aber ihr könnt, wie gesagt, alles damit rein. Das habe ich ja jetzt hier in dem Video bewiesen. Und ich habe auch extra
die Münzen nur mit dem Reiniger gereinigt und nicht unterm Stereoskop. Also das heißt jetzt nicht, dass ihr das nie machen müsst. Das ist nur jetzt für das Video und für die Fotos gedacht, dass ihr mal seht, was er für eine Reinigungsleistung hat. Den Rest, die Feinarbeiten, die müssen immer unter einem Stereoskop gemacht werden oder dafür eine gut geeignete Lupe, die eine hohe Auflösung hat. Dann nehmt ihr mal ein Präparierbesteck oder das, was ihr wollt und ja, präpariert die Objekte bis zum Schluss weiter. Und wichtig ist es wirklich, müsst ihr nicht meinen Wachs nehmen, könnt ihr ja eigentlich nehmen, was ihr wollt, an Wachs außer Teekerzenwachs. Aber wie gesagt, mein Wachs ist speziell für sowas hergestellt von mir. Und ja, wie gesagt, das benutzen auch Restauratoren, Museen. Ja, und ich rede von Profi-Restauratoren, also nicht irgendwelche Hinterhof-Restauratoren. Ne? Und ja, das Wichtigste ist dann, die Bronzeobjekte, Kupferobjekte von der Oberfläche zu versiegeln, das langhalten, genauso wie das Eisen. So. Das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, dass so ein Video besser ist als meine anderen Videos. Ansonsten, ja, seht es mir nach. Ich bin nicht der Freund der Kamera. Ich kann einem alles so erklären, aber vor der Kamera, ich weiß es nicht, da komme ich mir selber dumm vor, wenn ich mit meinem Telefon rede. Na, also. Andere, die gehen da drin auf. Also ich halte das. Ja. Ja, wie gesagt. Aber wie gesagt, steht auf einem anderen Blatt. Seht es mir nach. So, dann sage ich jetzt hier Tschüss an der Stelle. Die Fotos, die liefere ich in dem Video nach. Dann sehen wir uns beim nächsten Video oder bei meinem, ja, bei dem, was ich demnächst mal irgendwann machen wieder werde. Bis dahin, habt euch wohl, habt eine gute Zeit, findet was Gutes, restauriert gut und ja, dann habt ihr was davon, hat die Nachwelt davon, hat jeder was davon. Alles klar, bis dahin, tschüss, euer Markus. Thank you.